Ich bin der Flemmer Schäuble, wir haben den Montag, den 25. Oktober 2021, Thema Bruchrechnung. Ich wollte noch runtergehen auf 1,6 Zettel, obwohl das jetzt eigentlich eher selten vorkommt. Ich hätte jetzt eigentlich hier noch Zahlen können verkleinern, also kleiner darstellen, damit man dann das auch gut sieht. Ich wollte es aber nachher wieder rausnehmen, 1,6 Zettel, weil es einfach sonst unübersichtlich wäre. Ich denke, 1/8, das ist eigentlich, das reicht. Jetzt haben wir 2, 4, 8, 6 haben wir noch nicht gesehen und 10 auch nicht, aber ich gehe jetzt mal in dieser Reihenfolge. Gut, jetzt haben wir hier die nächste Unterteilung, das wären 0 geteilt durch 16 und nachher hätten wir dann hier ungefähr 1 geteilt durch 16 und hier dann wiederum 2 geteilt durch 16. Das heisst also 2 16, also hier haben wir einen Bruch 1 16 und die Frage ist, was gibt das eigentlich? 2 Sechzehntel, das ist 1 mal 2, geteilt durch 2 mal 8. 2 und 2 fällt weg und wir haben den Achtel. Ein Achtel, das kennen wir bereits. Was uns jetzt interessiert, ist 1 Sechzehntel. 1 Sechzehntel, das ist 1 geteilt durch 2 mal 8. Und das ist wiederum 1 geteilt durch 2 mal 2 mal 4. Ich denke, das reicht schon. Wir wissen nämlich, das ist dann 1 Zweitel mal 1 Zweitel mal 1 Viertel. Und 1 Viertel, das ist 0,25. Und das schreiben wir hin, mal 0,25. Wir haben gesehen, dass, wenn wir 0,25 halbieren wollen, dann kann man das so aufschreiben: 2,5, sich 25 vorstellen oder 250. Dann wissen wir, die Hälfte das ist 125. Und dann gehen wir wieder zurück und setzen das Komma ein. Dann haben wir hier 1 Zweitel mal 0,125. Jetzt soll das auch halbiert werden. Dann machen wir wieder das Gleiche. Wir schreiben hier 1, 2, 5, 125. Wenn wir hier die Hälfte nicht sehen, dann schreiben wir 1250 hin. Dann wissen wir, die Hälfte von 50 ist 25, die Hälfte von 200 ist 100 und die Hälfte von 1000 ist 500. Dann können wir unten hin schreiben 5, 2, 6 und da vorne 0. Das heisst, es gibt 0,0625. 0,0625. Und mit dem haben wir das schon. Also haben wir hier 0,0625 und das geht dann so weiter. Also dann haben wir hier einen, also ab hier muss man eigentlich die Lektion nicht mehr weiter anschauen. Das reicht eigentlich schon, aber ich mache jetzt gleich noch weiter, einfach, dass man das Thema ganz behandelt. Also wenn man mal das Gefühl hat, ich will wissen, wie jetzt das da noch weitergeht, dann kann man die Lektion noch zu Ende anschauen. 5 Sechzehntel. 6 Sechzehntel, ist es wirklich 3 Achtel, 6 Sechzehntel? Wir haben hier oben 2 mal 3, unten drehen wir 16, das ist 4 mal 4, beziehungsweise 2 mal 3 und unten dann 2 mal 2 mal 4. 2 und 2 fällt weg, dann haben wir hier oben 3, geht halt durch 8. Das sieht echt gut aus. Dann haben wir 7 Sechzehntel, da kommt unten 8 Sechzehntel rein. Neun Sechzehntel.
10 Sechzehntel. 11 Sechzehntel. 12 Sechzehntel. 13 Sechzehntel. 14 Sechzehntel. 15 Sechzehntel und schlussendlich 16 Sechzehntel, also 1. 16 geht doch 16 geht 1. So sieht das aus. Wir können auch alle Zwischenstufen noch berechnen. Also dann hätten wir hier 0,0625. Und dann kann man hier dazwischen, also die Distanz ist dann immer 0,0625, 0,0625, 0,0625. Wie oft? 16 Mal. 1, 2, 3 Mal, 4 Mal, 5 Mal, 6 Mal, 7 Mal, 8 Mal bis in die Mitte rein. Und dann noch 8 Mal auf die andere Seite. 4 Mal, 5 Mal, 6 Mal, 7 Mal, 8 Mal, also haben wir das 16 Mal. Dann kann man da immer, zum Beispiel Zwischenräume, kann rechnen 0,5 plus 0,0625. Das ist dann, das können wir ja schnell machen. Dann haben wir noch die Werte. Dann also zum Beispiel angenommen, jetzt wird verlangt, dass wir 9 Sechzehntel aufschreiben. Können wir hier hinschreiben, 8 plus 1. Wieso 8 plus 1? Weil 8 Hälfte von 16 ist. Das ist 8 Sechzehntel plus 1 Sechzehntel. Und 8 Sechzehntel, das ist gleich 1 mal 8 geht halt durch 2 mal 8 plus 1 Sechzehntel. 8 und 8 fällt weg. Wir haben also 0,5 plus 1 Sechzehntel. Und das ist 0,5 plus 1 Sechzehntel, das ist 0,0625. Und das ist wiederum 0,5625. Das heisst also, wir haben dann hier 0,5625. Oder zum Beispiel 13 Sechzehntel. Das sehen wir, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Wir sehen, unten haben wir eine Viererzahl, haben wir oben vielleicht auch eine Viererzahl. Ich sehe jetzt da schon ein bisschen die Lösung. Ich weiss nicht, ob ich auf das gekommen wäre, wenn ich jetzt hier nicht die Tabelle oben dran hätte. Dann haben wir hier 12 plus 1. Und das ist 12 geteilt durch 4 mal 4 plus 1 geteilt durch 16. Und 12, das ist 3 mal 4 geteilt durch 4 mal 4. Da fällt 4 und 4 weg. Plus 1 Sechzehntel, dann haben wir da 3 geteilt durch 4. 0,75. Das weiss man mehr oder weniger. Oder ich weiss es mehr oder weniger. Also, ich denke, wenn man es nicht weiss, dann ist das keine grosse Sache. Dann nehmen wir 1, teilt es durch 4. Weiss man noch, das ist 0,25 und nachher rechnen wir mal 3. Und ein Sechzehntel, das ist 0,0625, haben wir vorhin gesehen. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen wollen, dann 6 und 5 geht 11, also haben wir vorne 0,8. 1, 2, 5. Stimmt das überhaupt? 13 geht auch durch 16. 0,8, 1, 2, 5, das ist richtig. Jetzt nehmen wir eine andere Zahl. Ich rechne jetzt mal 7 geteilt durch 16 aus. Und versuche nachher rückwärts auf Dezimal zu kommen. Oder noch gerade beides. Angenommen, wir haben 7 Sechzehntel. Wie finden wir jetzt das raus? Können wir uns sagen, da fehlt uns 1, damit wir auf die Hälfte hochkommen. Also schreiben wir 8 minus 1, gibt dann doch 16 ein. Und das ist 8 Sechzehntel minus 1 Sechzehntel. 8 Sechzehntel, das ist 1 mal 8, gibt dann doch 2 mal 8. 8 und 8 fällt weg.
minus 1 geteilt durch 16. Und das ist ein Zweitel. Das ist 0,5 minus 1 Sechzehntel. Und das ist 0,5 minus 0,0625. Und 0,5 minus das geht 0,04. Und dann wissen wir, nein, das kann nicht sein, es muss weniger sein. Weil noch 2,5 weggenommen wird, also 3 über 5. Und dann sehen wir, dass 0,4375. Das ist die Erdlösung. 7 geteilt durch 16, das geht wirklich 0,4375. Nehmen wir jetzt mal den Wert 15 geteilt durch 16, was ist das? 0,9375. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir dann rückwärts das rechnen können. Ob das wirklich so einfach ist oder wie man das machen kann. 0,9375. Wie löst man das? Wir können sagen, das ist ein. Also das ist 0,9375 zu 1. Wir multiplizieren beides mit 2, oben und unten. Dann haben wir unten 2 und oben dran haben wir 0,9375 mal 2. 2 mal da, also 0, 1. 2 mal 7 gibt 14 und das 1 gibt 15. 1, 2 mal 3 gibt 6 und das 1 gibt 7. 2 mal 9 gibt 18. Also 1,8750. 8750. Gut, also wir haben eine Stelle hinter dem Komma weniger. Das rückt alles ein bisschen nach vorne, dann haben wir dann 875. 875 gibt 1,5, also mal 4, da sind wir vielleicht, da können wir gerade, haben wir nur noch 1 Komma stellen. Nur noch 1 Stelle nach dem Komma. Dann rechnen wir 1,875, gibt einfach 2, oben und unten mal 4. Dann haben wir unten dran gleich 8. Und oben dran haben wir 1, also 4 mal 1,875. 4 mal 5, das gibt 0, 2. 4 mal 7 gibt 14, 28, 8 und 2. 4 mal 8, das gibt 16, 32. 32. Und 4 mal 1 gibt 4. Und zusammen gibt es 0, 10, 5, 7. 7500, 7,5. Und jetzt verdoppeln wir das noch. Dann haben wir oben 15 und unten haben wir 16. Also ist es dann sinnvoll gewesen, oben und unten mal 2 zu rechnen. Das kann man so probieren, vielleicht sehen wir, dass man mal nicht mit 2 muss multiplizieren muss, sondern mit 3 oder mit 4 oder mit 5 und dann ist es eigentlich schon gut. Gut.